Liebe Brüder und Schwestern, wie oft, wenn wir im Gespräch sind untereinander oder wir fragen im Rat, dann wollen wir eigentlich ein Rezept haben. Dann wollen wir wissen, was ist jetzt das Wichtigste, was ist jetzt nötig, was brauche ich, was hilft mir am besten. So sind wir voller Fragen und wir wollen schnellstmöglich die beste Antwort haben. Eigentlich ist das auch gut so. Wie lange brauchen wir Menschen, oder vielleicht besser gefragt, wie lange brauchen wir Christen, bis wir wissen, was das Wichtigste in unserem Leben ist? Wie lange brauchen wir? Das eine ist das Wissen. Und schnell wissen wir eigentlich, was wichtig ist. Wir wissen auch schnell, worum es eigentlich geht. Aber handeln wir auch dementsprechend? Ändern wir unser Leben dann auch in diese Richtung? Und vielleicht noch eine bisschen engere Frage, bleiben wir dran? Liebe Brüder und Schwestern, wenn man Christen fragen würde, wer die wichtigste Person ist, dann würden wir alle, auch die Kinder, sofort sagen, Jesus ist der Wichtigste. Ich habe mal gehört, in Italien anscheinend, ich hoffe, dass es nicht stimmt, wenn man da fragt, wer ist der Wichtigste? Der heilige Antonius. Und dann zweitwichtigste, da kommt lange nichts, die heilige Gottesmutter, die Jungfrau Maria, und dann lange nichts, wer ist dann der Wichtigste? Jesus. Ich hoffe, dass das einfach nur so ein kleiner Scherz ist. Aber wie sieht es denn jetzt konkret, praktisch für uns aus? Sieht es nicht doch vielleicht ein bisschen so aus, dass wir ja zwar sagen, Jesus ist der Wichtigste in unserem Leben, aber wie nah sind wir ihm? Wie nah bleiben wir ihm? Wie nah wollen wir ihm wirklich sein? Bleiben wir ihm wirklich nahe nach unserem Gebet? Bleiben wir ihm nahe und verbunden nach der Heiligen Messe, nach der Beichte? Darf Jesus, nachdem er in uns ist, auch in uns und durch uns, mit uns wirken? Die Lesung aus dem Buch Ruth. Ich habe die sehr gern, weil sie etwas sehr, sehr Schönes zum Ausdruck bringt, weil sie etwas Praktisches, Konkretes zeigt. Diese Naomi hat also zwei heidnische Schwiegertöchter. Sie lässt die beiden frei. Als Naomi zurück nach Israel in ihre Heimat ziehen möchte als Witwe, zieht sie allein hin und sie war bereit, allein auch zu leben. Ihre Söhne waren gestorben und sie sagt zu den Schwiegertöchtern, ihr dürft gerne hier bleiben. Und die Orpa, eine von diesen moabitischen Frauen, Schwiegertöchtern, sie gibt den Abschiedskuss und bleibt. Ist alles in Ordnung, ist alles gut, ist nicht schlecht. Aber die andere, die Ruth, die sagt, sie will nicht gehen, sie will ihre Schwiegermutter nicht loslassen. Vielleicht denken wir zunächst einmal, das ist eine Klette. Die will sich jetzt an mich haften. Aber was Ruth dann zum Ausdruck bringt, nicht nur mit Worten, aber auch mit ihrem Leben, mit ihrer Haltung, das ist wirklich bedenkenswert, das ist richtig schön. Dann sagt Ruth, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Es ist meine Freiheit. Ich will bei dir bleiben. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Das ist Jüngerschaft. Jesus, wo du gehst, dahin gehe auch ich. Jesus, wenn du dahin gehst, deinen Jüngern die Füße zu waschen, dann gehe ich mit und helfe dir, die Füße zu waschen. Jesus, wenn du dahin gehst, jetzt
ins Gebet gehst, Jesus, dann gehe ich mit dir ins Gebet, auch wenn es jetzt vielleicht nicht meine Zeit ist. Aber wenn du den Ruf spürst zum Gebet in deinem Herzen, dann gehe mit Jesus. Jesus, wenn du auf dem Weg bist zum Kreuz, Jesus, wohin du gehst, dahin gehe ich auch. Und ich suche mir jetzt nicht etwas ganz Besonderes. Jesus, wohin du gehst, da gehe ich. Und wo du bleibst, Jesus, da bleibe auch ich. Schaut mal, ich mache es jetzt einmal ganz konkret. In jeder Kirche, denke ich wohl, gibt es einen Tabernakel. Und diese Tabernakel sind bewohnt. Und Jesus bleibt. Bleiben wir auch ein bisschen bei ihm? Nehmen wir uns wirklich die Zeit? Hier in unserer Kirche haben wir neben diesem Tabernakel, den man sehen kann, noch ein Tabernakel auf der Rückseite, einen Anbetungstabernakel, wo jeder hinkommen darf, jeder Tabernakel öffnen darf. Es ist geschützt mit einem Panzerglas, aber Jesus ist da. Er ist da. Bleiben wir bei ihm, nehmen wir uns die Zeit und dann sagt gut noch Folgendes. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth ist wirklich auf der Suche, aber mehr als auf der Suche. Sie will so konkret als möglich, so nah als möglich bei dem Volk sein, das von sich behaupten kann, unser Gott ist der wahre Gott. Er ist der lebendige Gott. Und sie sagt, dieser Gott soll auch mein Gott sein. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich finde das sehr, sehr ergreifend. An uns auch neu zu überdenken, wie nah wir Jesus sind, wie eng wir ihm folgen möchten oder ob wir Jesus so einteilen. Jesus, dann habe ich Zeit und dann, dass wir ihm den Plan machen. Ich habe einen Priester gekannt, der hat zu mir gesagt, ich frage immer den Herrn und sage ihm morgens, mach du meinen Plan. Ich finde das schön. Was will das heißen? Ich will hören, Herr, auf deine Pläne, auf deine Anrufungen. Und das, was du mir zeigst, das will ich tun. Ich will mit dir zusammengehen, mit dir zusammenarbeiten. Und so möge der Herr uns diese Gnade schenken, dass auch wir sagen können, Jesus, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Jesus, dein Vater ist auch mein Vater, so dürfen wir inzwischen sagen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.